Das ist irre. Über Militär. Diesmal besuchen wir China, die Heimat der Mutter aller Kampfsportarten. Kung Fu. Ich lass mich nicht stressen. Ich bin Jimmy Smith, Profikampfsportler und Ex-Mathelehrer aus L.A. Ich muss mich nicht aufwärmen. Ich bin Doug Anderson, Irak-Veteran und Kampfsportamateur aus New Jersey. Solange ich stehen kann, kämpfe ich weiter. Verdammter Mist. China ist eine weitere Station unserer Reise, auf der wir die härtesten Kampfsportarten der Welt kennenlernen wollen. Schon bei der Ankunft im chinesischen Dangfang merkt man, dass Kung Fu hier in der Luft liegt. Die Jungs hier besuchen alle eine der vielen Kampfsportschulen. Über 50.000 nehmen hier Kung Fu-Unterricht. Vom fünften Lebensjahr an verbringen sie Tag für Tag nur mit Kämpfen, Lernen und Meditation. Alles am selben Ort. Das ist ihr Leben. Wie eine riesige Schulklasse beim Sport, völlig synchron. Erinnert mich an meine Zeit als Schullehrer. Welche Klasse hattest du? Eine siebte. So diszipliniert waren die in Kalifornien aber nicht. Dangfang ist weltberühmt für seinen Shaolin-Tempel. Hier werden Jimmy und ich mit zwei Mönchen der 31. Generation, die außerdem Kung-Fu-Meister sind, trainieren. Nach 5 Tagen wollen wir gegen 2 ihrer besten Schüler im Sanda antreten. Einer Mischung aus Kung-Fu und Kickboxen. Let's go check it out. Oh my God, I don't believe this. Wir sind in einem Kung-Fu-Film. Fast mein ganzes Wissen über Kung-Fu stammt aus Filmen. Was ich aber hier zu sehen kriege, ist die Wirklichkeit. Schon die körperliche Verfassung dieser Jungs ist beeindruckend. Damit will ich keins verpasst kriegen. Was mich aber umhaut, ist ihre mentale Stärke. Durch Konzentration und Willenskraft gelingt ihnen beinahe alles. Hier spießen sie dich auf. No way, dude. Oh, damn. Meine Herren, die Meister begrüßen Sie in China. Willkommen in der Welt des Shaolin Kung Fu. Doug bleibt bei Meister Shi De Chang und um Jimmy wird sich Meister Shi De Yang kümmern. Kung Fu ist wie das Erklimmen eines Berges. Es geht nur Schritt für Schritt. In den nächsten 5 Tagen werden Sie hart trainieren. Wenn Sie sich gut konzentrieren, werden Sie auch Erfolg haben. Ich werde Sie an der Seite Ihrer Wushu-Brüder unterweisen. Nach 5 Tagen Training werden Sie sich hier gegen unsere besten Sanda-Kämpfer behaupten müssen. Mein Englisch ist leider sehr schlecht. Aber nein, Sie sprechen gut. Mamalai. Das heißt allmählich. Allmählich, Kung Fu, Mamalai. Ja, genau. Meister Chang ist mir auf Anhieb sympathisch. Kaum zu glauben, dass jemand, der so lächelt, einer der besten Kung Fu-Kämpfer ist. Willkommen in meiner Schule. Die Schüler sind hier alle sehr jung, aber der größte Amateur bin ganz sicher ich. Hier oben wohnen die Schüler?
Ja, alle. Auch du. Die Schule ist ein altes Mietshaus. Im zweiten Stock ist ein behelfsmäßiger Trainingsraum. This is your home. Yes, sir? Yeah. This home. Dein Zimmer. Kein Telefon, kein Computer. Nur Kung-Fu-Training. Training Kung-Fu. Bloß keine Ablenkung. Tranquila. Very good. Yeah. Amitofu. Amitofu. This is cool, man. These guys just have... Die Jungs hier leben sehr einfach. Aufstehen, meditieren, essen und trainieren. Ihr Leben besteht nur aus Kung-Fu. Ich bin gespannt, was mich beim Training erwartet. Meister Diyang kann kein Wort Englisch. Und auch sonst ist er, wie es scheint, nicht sehr gesprächig. Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht oder was mir bevorsteht. Das ist alles völlig neu für mich. China, Shaolin, Kung Fu, einfach alles. Durch die Sprachprobleme kriege ich nichts aus ihm heraus. Sicher ist nur, dass es in Richtung Berge geht. Meister Diyang bringt mich zum Training in den Fawang-Tempel, den zweitältesten Buddhistentempel in ganz China. Dieser Ort wurde zwar seit Jahrhunderten nicht mehr angegriffen, doch genau solche Tempel brachten die Legende der kämpfenden Mönche hervor. Wie die wohl auf mich reagieren? Vielleicht halten sie mich für einen Schauspieler bei den Dreharbeiten. Vor dem Beginn meines Trainings muss ich wie alle Schüler hier das Aufnahmeritual des Tempels durchlaufen. Ich verstand zwar kein Wort, aber die feierliche Zeremonie sprach für sich selbst. Ein leeres Buch. Während der nächsten Tage wirst du hier deine Gedanken niederschreiben. Es sieht fast so aus, als würde ich diese Woche nicht nur ein Kampftraining absolvieren, sondern auch eine spirituelle Reise unternehmen. Mönche leben ebenso. Dieser Raum dient zum Meditieren und Ausruhen. Das werde ich sicher nötig haben. Fayu, der Air Jordan beim Kung Fu. Die tragen hier alle, aber meine sind nagelneu. So sieht jeder gleich, dass er mich vermöbeln kann. Ich konnte noch nicht mal auspacken, weil Meister De Chang mich sofort mit den anderen Kämpfern bekannt machen will. Der hier auf den Sandsack einprügelt, ist Wei Tao, mein neuer Sanda-Trainer. Klassisches Kung-Fu ist mehr Show als Kampf. Unser Kampf am Freitag wird deshalb ein Sanda-Kampf sein. Chinesisches Kickboxen statt Kung-Fu. Okay. Die Handschuhe sind viel leichter als normale Boxhandschuhe. Tritte erfolgen seitlich, das heißt, die Kraft kommt aus der Hüfte. Die Fäuste setzt man wie beim Boxen ein. Ich habe zwar Erfahrung im Kickboxen, aber so zutreten wie Wei Tao kann ich nicht mal im Traum. Ich sollte meine Tritte verbessern, was mir schwerfällt. Beim Boxen bleibe ich sonst in Deckung mit den Händen vorm Kopf. Beim Sanda ist das gefährlich, weil man so schnell einen Tritt in die Rippen abkriegt. Ich muss mich also komplett umstellen. Viel Zeit bleibt mir dafür nicht, denn in 5 Tagen soll ich gegen einen Sanda-Champion antreten. Und ich will ihn besiegen. Heute geht also mein Training los. Die Mönche stehen hier um 4:15 auf. Meister Diyang kommt anscheinend sofort zur Sache. Ich habe Angst, dass ich auf der Strecke bleibe, weil ich seine Sprache nicht kann. Jimmy! Ah, Amitofo. Und selbst ohne diese Hürde wäre es hart, denn er sieht nicht aus, als würde er sich gern wiederholen. Zu Hause gehe ich zum Trainieren ins Studio und nicht in die Kirche.
Doch hier ist Kampfkunst eine Sache des Glaubens. Schon nach 10 Sekunden hat Diang meinen größten Schwachpunkt entdeckt. Meine Muskeln sind nicht biegsam genug. Das war schon immer so. Ich habe Kraft und Ausdauer, aber ich kann mich nicht verbiegen. Meine Gelenke brennen wie Feuer. Dabei beginnt das Training gerade erst. Ich habe schnell erkannt, dass die Mönche von den Lehrmeistern hier in Hochform gehalten werden. Das heißt Bärengang und ist echt übel, vor allem abwärts. Es ist wie beim Militär. Er sagt, springt und sie springen. Wie hoch muss er nicht sagen. Das wissen sie. Meister Diang will offenbar meine Ausdauer prüfen. Und schon jetzt muss ich ihn enttäuschen. Meine Sehnen bringen mich um. Von der Hüfte abwärts ist alles überdehnt. Bergauf laufen kann ich damit vergessen. Verdammter Mist. Die traditionelle Waffe der Mönche ist der Speer bzw. der Stock. Eine tolle antike Waffe, denn er ist leicht, kräftig und war einfach herzustellen. Jeder besaß einen und konnte zu Hause damit trainieren. Auch meine erste Lektion wird der Umgang mit einer solchen Waffe sein. Das soll ich lernen? Ja, mit viel Training. Ich will nicht gleich am ersten Tag eine schlechte Figur machen. Aber das ist absolutes Neuland für mich. Keine Ahnung, ob das so richtig ist. Die Schultern tiefer. Doug hat die richtige Gesinnung, aber zu wenig Kraft in den Beinen. Ich muss seine Muskeln stärken. Diese Haltung ist eine Grundstellung beim Kung-Fu. Sie heißt Pferd und verlangt Oberschenkel wie aus Stahl. Noch eine Minute. Kung-Fu heißt hart trainieren und stark werden. Wie ein großer Baum. Okay, ausruhen. Morgen brauche ich eine Sänfte. Ich fühle mich wie ein Idiot. Ich hatte sowas noch nie in der Hand, also tue ich einfach, was die anderen tun. Darauf war ich gar nicht scharf. In alten Zeiten wurden Stöcke sehr effektiv zur Verteidigung eingesetzt. Aber mir kommen die Dinger nicht wie Waffen vor. Ich würde viel lieber Schlagtechniken trainieren als das hier. Es ist schwer, wenn man als Kämpfer nicht kämpfen darf. Man ist es gewohnt, dass Knochen knacken. Und jetzt soll man mit einem Stock rumfuchteln. Nach den morgendlichen Stockübungen bringt mich Meister der Chang für Sanda-Training zu Weetao. Er sagt, wenn ich den Kick auf- und zuschnappen lasse, stehe ich am Ende wieder kampfbereit da. Es reduziert die Wucht, ist aber viel sicherer.
Kicks und Faustschläge sind lebenswichtig beim Sander. Aber Meister De Chang will mir eine weitere Angriffstechnik zeigen. Den Wurf. Ja. Yes. Wurftechniken sind eine Frage des Gleichgewichts. Beim Werfen holt man mit gestrecktem Bein aus und dreht sich dabei. Ich stelle mich sehr dumm an. Ich habe ihn zwar ein paar Mal aufs Kreuz gelegt, aber ohne jeden Mumm. Greift man die Beininnenseite, geben seine Knie leichter nach. Laut Regel darf man nie drei Kontakte zum Boden haben. Stehen nur beide Füße auf der Matte, ist alles okay. Jeder weitere Bodenkontakt aber zählt als geglückter Wurf. Wenn ich mich beim Wurf abstützen muss, gelten beide als geworfen. Und damit scheiden fast alle mir bekannten Wurftechniken aus. Das mit den Würfen ist nichts für mich. Ich werde eher hinter seine Deckung tauchen und die Fäuste benutzen. Heute Morgen besuche ich den ursprünglichen Shaolin-Tempel aus dem 5. Jahrhundert nach Christus. Ich habe nie etwas so Friedliches gesehen. Viele Bäume hier am Eingang haben Löcher in der Rinde. Sie stammen von Mönchen, die ihre Finger ins Holz gedrückt haben, um sie zu stärken. Im Kung-Fu konzentriert man seine spirituelle Energie zur Unterdrückung von Schmerz, was einem unglaubliche Fähigkeiten verleiht. Die Mönche nennen dies Archi-Gong. Auch unser Abschlusskampf enthält so eine Prüfung. Also darf ich keine Schwäche zeigen. Das regt die Durchblutung an und härtet ab. Und was sie hier Qi-Konzentration nennen, ist auch nichts anderes, als sich mental auf einen Kampf vorzubereiten. Jeder versucht, sich den Dingen zu stellen, die einem bevorstehen. Nach zwei Trainingstagen ist mein Sander-Lehrer Wei Tao der Meinung, dass ich meine ersten Sparring-Versuche wagen kann. Seine Waden sind so dick wie meine Oberschenkel. Mit etwas Glück kann ich von ihm lernen, ohne dauernd bewusstlos dazuliegen. Das Training gestern war ein Aha-Erlebnis. Ich weiß jetzt, was ich im Kampf erreichen kann. Okay. Wenn ich auf Würfe verzichten will, muss ich wenigstens die Fuß- und Fausttechniken aus dem FF beherrschen. No touch, no touch. Yeah, no touch. No touch. Okay. Igen. Meister De Chang wollte eigentlich Sparring ohne Kontakt. Doch Wei Tao hat andere Pläne. Wei Tao's quick. Er ist unglaublich schnell. His kick. Boom, boom. Und er pariert einfach jeden Angriff. Bei friedliebenden Buddhisten hätte ich kein so hartes physisches Training wie Kontaktsparring erwartet. Jetzt weiß ich es besser. Die Jungs geben alles, so mag ich das. This is my element right here. This is what I like to do. Jetzt bin ich in meinem Element. Zuvor hatte ich Mühe, einen Zugang zu finden und war oft frustriert. Nun geht's endlich zur Sache. Ich schaffe nicht immer gleich alles, was ich lernen soll, aber ich verstehe ihren Ansatz. Man tritt dem Gegner ins Gesicht, in die Beine oder in die Rippen. Man kämpft hart und mit vollem Einsatz. So könnte ich stundenlang trainieren. Relax. Nach einem harten Morgentraining brauche ich dringend eine Pause.
Doch ist das Essen hier fast genauso schlimm wie das Training. Beim ersten Mal habe ich die Tische für Stühle gehalten. Aber Stühle oder Toiletten gelten hier bereits als Luxus. Für sie ist es normal, stundenlang in die Hocke zu gehen. Aber ich kriege dabei eine Krise. Daran könnte ich mich nie gewöhnen. Nach 2 Tagen Wartezeit hat Meister Di Yang beschlossen, mit meinem Sandertraining zu beginnen. Ich kann es tatsächlich kaum erwarten. Als ich auf den Sandsack eingeschlagen habe, waren die Leute hier zum ersten Mal von mir beeindruckt. Der Meister gab mir Anweisungen, welche Kombis er sehen wollte, und ich führte sie aus. Endlich konnte ich mal glänzen. Dabei konnte ich auch erstmals einen genaueren Blick auf meinen späteren Gegner werfen. Seine Seitwärtskicks sind echt übel. Und die Faustschläge kommen aus der Hüfte anstatt vom Kopf her. Davor muss man auf der Hut sein. Sander ist für mich Neuland, aber ich fahre echt drauf ab. Hoffentlich lerne ich genug, um im Abschlusskampf eine Chance zu haben. Meine Beine tun weh, mein Kreuz tut weh und jeder Muskel meines Körpers auch. In den letzten 3 Tagen bin ich um 30 oder 40 Jahre gealtert. Das Sparring mit Wei Tao gestern zeigte, dass ich noch hart an meiner Taktik arbeiten muss. Obwohl heute bereits mein letzter voller Trainingstag ist, muss ich noch etwas sehr Wichtiges lernen. Diesen Stahlholm zertrümmert sie hier mit dem Kopf. Der Stahl ist echt, echt hart. Laut Shifu kann ich nur dann ein Kung-Fu-Meister werden, wenn ich auch die Macht des Qigong besitze. Man kann sogar die Beule sehen. Bashed on his head. Tut's weh? No. Ist das nun Willenskraft oder macht ihm der Schmerz wirklich nichts aus? Stahlzerbrechen ist eine Nummer zu groß für mich. Aber mit etwas Übung kann ich vielleicht einen Ziegelstein zertrümmern. Auch das muss sehr, sehr wehtun. Der Schmerz wird größer. Das ist mein normaler Teint. Und so sieht er nach etwas Art Qigong-Training aus. Popping blood vessels in my hands. Mein Puls pocht wie verrückt. It's a little raised, kind of purple. Die Haut wird langsam lila. Red in there. It's okay. It's all right. Yeah, it's okay. It's okay. I just don't want to. Don't want to hurt it for, Beim Kampf brauche ich meine Hand wieder, okay? Yeah. Wow. He just took the swelling out. Die Schwellung ist weg. That was swelled up like. Die Hand war gerade noch viel dicker. At least an eighth of an inch higher than it is now. He took it. Nichts mehr übrig. Again. Okay, again, then. Okay. Das sollten Sie beruflich machen. Wir legen Matten aus,
also werden wir jetzt hoffentlich mal kämpfen. Mein erstes Sparring scheint Aufmerksamkeit zu erregen. Die Matte ist umringt von Mönchen, aber ich lasse mich nicht stressen. Yeah, no pressure. I'll be fine. I've never fought anybody. Ich habe noch nie so einen Sancho-Kampf ausgetragen, aber die Jungs meinen es ernst. Ihre Angriffe sind berüchtigt, also muss ich defensiv bleiben und erstmal abwarten. Wie ich gedacht habe. Er bleibt auf Distanz, um zu kicken. Wenn ich rankomme, sieht er alt aus. So konnte ich ein paar Treffer landen. Aber er ist wirklich schnell und nutzt das aus, um wegzutauchen. Er sieht meine Angriffe voraus. Das hätte ich nie gedacht. Das hat Spaß gemacht. Jetzt habe ich ein Gefühl für Distanz und Timing, was das Wichtigste überhaupt ist. Kicks haben eine viel längere Reichweite. Die meisten stehen eher auf den Nahkampf, aber er bleibt immer zurück. Durch einfache Kombis kommt man nicht an ihn ran. Dafür ist er zu schnell und zu wendig. Ziegelsteine für mein Archi-Gong-Training gibt es hier massenhaft. Zum Glück. Meine Hand pocht zwar immer noch, aber wer Steine zertrümmern will, braucht Übung. Übermorgen soll ich meinen Ski unter Beweis stellen. Aber langsam verliere ich den Mut. Das ist mein letzter Morgen bei den Mönchen. Also packe ich meine Sachen. Als Mönch zu leben war nicht leicht, aber ich wurde von einem großartigen Lehrer unterwiesen. Amitabha. Amitabha. Jimmy. Jimmy, deine Ausbildung ist zu Ende. Für morgen brauchst du all deine Kräfte. Doch nicht nur im Kampf, sondern vor allem, um Geist und Willen zu stärken. Amitabha. Warm up. Shoulder. Dies ist meine letzte Trainingseinheit. Ich will vor allem Gegenkicks üben und wie man an den Gegner rankommt, um die Fäuste einzusetzen. Jeden Trick kann ich im Kampf gebrauchen. Dougs Füße sind zu schwach. Er muss lernen, härter zuzutreten. Meister De Chang hat recht. Meine Kicks sind nicht sehr hart, aber wenn ich gut ziele, kann ich trotzdem etwas Schaden anrichten. Yes! Oh. Yes, better. So. Three. Oh, mi topo. Oh.
Du quälst dich noch mit dem Stock rum? Ich hasse das Ding. Wie geht's dir? Ich habe 4 Tage eine Kutte getragen. Ich würde alles tun für einen Trainingsanzug. Der hier ist von Bruce Lees Double. Dein Training ist vorbei, Doug. Danke, Shifu, für alles. Thank you for training me. You're welcome. I appreciate everything. My pleasure. No! 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 Am meisten mache ich mir Sorgen, dass meine Kicks zu schwach sind. Ich muss also deren Kicks abwehren und so nah heran, um sie mit der Faust zu erwischen. Die Seitwärtskicks sind übel, weil sie so schnell sind. Ich habe einen in die Brust bekommen und bin fast 1 Meter zurückgetaumelt. Ich konnte gerade noch die Schulter hochziehen. Stell dir vor, sowas ins Gesicht zu kriegen, dann hast du keine Nase mehr und liegst schmerzverzerrt am Boden. Der Kampf geht über 3 Runden. Oft reicht das gerade, um jemand einzuschätzen. Besonders bei diesen irren chinesischen Kickboxern. Wahrscheinlich kriegen wir 3 Runden lang den Arsch voll und wenn wir den Gegner kennen, ist der Kampf aus. Doug, Jimmy, eure Ausbildung ist zu Ende. Jetzt müsst ihr euer Können unter Beweis stellen. Fangen wir an. Doug soll einen Ziegelstein mit der Hand zerschlagen. Ich hoffe, er verletzt sich nicht. Die letzten 5 Tage haben deinen Geist geschärft. Jetzt kannst du deine innere Stärke demonstrieren. Viel Glück. Sie legen ihm Ziegel auf den Bauch und zertrümmern sie mit einem Vorschlaghammer. Er scheint neuerdings Organe aus Stahl zu haben. Gott sei Dank sind die Prüfungen vorbei. Sie spielen im modernen Kung-Fu zwar eine große Rolle, aber wir sind hier, um zu kämpfen. Es wird Zeit für das Finale. Doug und Jimmy, ihr werdet gegen unsere besten Kämpfer antreten. Jeder Kampf geht über 3 Runden. Doug, du fängst an. Möge der Bessere gewinnen. Ich kämpfe zur Hälfte für mich und zur Hälfte für Shifu. Er ist einer der coolsten Leute, denen ich je begegnet bin. Die Philosophie, die ich von ihm gelernt habe, nehme ich jetzt mit in den Ring. Und ich werde ihn stolz machen. Daniel,
Du weichst zu viel zurück, geh ran. Hände dich da zusammen. Good, Doug. See you now. Corner, Doug. Corner. Die erste Runde war eine Überraschung. Ich erwartete Kicks, aber mein Gegner schlug mit den Fäusten zu. Ich versuchte zu kontern, aber schaffte es nicht mehr, die Runde zu gewinnen. In Runde 2 muss ich mich deutlich mehr anstrengen. Mach so weiter wie zum Schluss. Er schlägt nicht aus der Hüfte, also weich zurück und hau ihn dann mit der rechten um. There you go, tight right hand, Doug. Hips, hips. Good, Doug, yeah. Push him out, push him out, push him out. Hüfte drehen. There, Doug, Doug, that's how you... Mach dich kleiner, so kriegst du ihn. Yeah, just like that, Doug. There you go. Good. Der Schlag zur Mitte war super. Und gegen Ende gelang mir sogar ein Wurf, der mir den Rundensieg einbrachte. Jetzt steht's 1-1 und wer die nächste Runde gewinnt, ist der Sieger des Kampfs. Okay, yeah. Yo, 沉着冷静, huh? Okay, slowly. Auf zur letzten Runde. Good! Now get him, Doug, turn! Lass dich nicht abdrängen, Doug. Turn, come on. Good! Yes! Yes! Good, Doug, good! Good job. Ich habe die dritte Runde total versiebt. Als ich aus dem Ring gestoßen wurde, verlor ich mein Vertrauen. Er hat mich mit Pauken und Trompeten besiegt. Eine nette Geste des Kampfrichters. Aber Almosen will keiner von uns. Jetzt habe ich 3 Runden vor mir und ich kämpfe, um zu gewinnen. Jim, good comeback. Watch that kick. Give him a shot, Jim. Let him know what's going on. There it is. Nice, Jimmy. Clean punches. There it is. There it is, baby. Yeah. Yeah. That'll take his heart, Jimmy. Take his heart. Jim, you gotta land a clean right, baby. I saw you wanted to throw the new. Gleich zu Beginn hat er mich ein paar Mal hart erwischt. Da habe ich die Beherrschung verloren. Und das sogar 2 Mal. Die Runde ging unentschieden aus. Aber meine innere Ruhe ist verflogen. Ich will den Kerl von der Matte fegen. Let's go, Jim. Use your elbow, Jim. Use your elbow. Yeah. Die Runde war nicht übel. Seine Kicks waren sehr hart, aber ich konnte für jeden davon einen Fausttreffer erzielen. Der Wurf am Ende brachte mir den Rundensieg ein.
Ich hoffe, mein Gegner ist geschwächt. Wenn ich jetzt alles gebe, kann ich Runde 3 und damit den ganzen Wettkampf gewinnen. He doesn't have the energy to throw kicks at you, Jin. Woo! Yeah! Woo! Die Runde lief nicht wie geplant, aber ihn zum dritten Mal rauszuschubsen war toll. Keiner von uns konnte richtig glänzen, also wird es jetzt spannend, wer gesiegt hat. Ich bin stolz auf Jimmy. Er ist für mich der Sieger, aber unentschieden ist auch okay. Jimmy, Doug, ihr habt gut gekämpft. Die Meister haben nun ein Geschenk für euch, das euch an die Zeit in China erinnern soll. Good work. Thank you so much. Wir haben uns im Kung-Fu bewährt und somit ein weiteres Abzeichen am Gürtel. Unserem nächsten Abenteuer steht nichts mehr im Wege. Für unsere Kung-Fu-Brüder. Er ist unglaublich schnell. Und er pariert einfach jeden Angriff. Oh, me too. Because of their Buddhist mentality, they're passive. Bei friedliebenden Buddhisten hätte ich kein so hartes physisches Training wie Kontaktsparring erwartet. Jetzt weiß ich es besser. Die Jungs geben alles, so mag ich das. They're brutal, they're into it, so it's cool. Okay, stop. This is my element right here. This is what I like to do. Jetzt bin ich in meinem Element. Zuvor hatte ich Mühe, einen Zugang zu finden und war oft frustriert. Nun geht's endlich zur Sache. Ich schaffe nicht immer gleich alles, was ich lernen soll, aber ich verstehe ihren Ansatz. Man tritt dem Gegner ins Gesicht, in die Beine oder in die Rippen. Man kämpft hart und mit vollem Einsatz. So könnte ich stundenlang trainieren. Relax. Nach einem harten Morgentraining brauche ich dringend eine Pause. Doch ist das Essen hier fast genauso schlimm wie das Training. Beim ersten Mal habe ich die Tische für Stühle gehalten. Aber Stühle oder Toiletten gelten hier bereits als Luxus. Für sie ist es normal, stundenlang in die Hocke zu gehen. Aber ich kriege dabei eine Krise. Daran könnte ich mich nie gewöhnen. I'm never getting this position ever again. Nach 2 Tagen Wartezeit hat Meister Diyang beschlossen, mit meinem Sandertraining zu beginnen. Ich kann es tatsächlich kaum erwarten. Als ich auf den Sandsack eingeschlagen habe, waren die Leute hier zum ersten Mal von mir beeindruckt. Der Meister gab mir Anweisungen, welche Kombis er sehen wollte, und ich führte sie aus. Endlich konnte ich mal glänzen. Dabei konnte ich auch erstmals einen genaueren Blick auf meinen späteren Gegner werfen. Seine Seitwärtskicks sind echt übel. Und die Faustschläge kommen aus der Hüfte anstatt vom Kopf her. Davor muss man auf der Hut sein. Sander ist für mich Neuland, aber ich fahre echt drauf ab. Hoffentlich lerne ich genug, um im Abschlusskampf eine Chance zu haben. Meine Beine tun weh, mein Kreuz tut weh und jeder Muskel meines Körpers auch. In den letzten 3 Tagen bin ich...
Schon bei der Ankunft im chinesischen Dangfang merkt man, dass Kung Fu hier in der Luft liegt. Die Jungs hier besuchen alle eine der vielen Kampfsportschulen. Über 50.000 nehmen hier Kung-Fu-Unterricht. Vom fünften Lebensjahr an verbringen sie Tag für Tag nur mit Kämpfen, Lernen und Meditation. Alles am selben Ort. Das ist ihr Leben. Wie eine riesige Schulklasse beim Sport, völlig synchron. Erinnert mich an meine Zeit als Schullehrer. Welche Klasse hattest du? Eine siebte. So diszipliniert waren die in Kalifornien aber nicht. Dangfang ist weltberühmt für seinen Shaolin-Tempel. Hier werden Jimmy und ich mit zwei Mönchen der 31. Generation, die außerdem Kung-Fu-Meister sind, trainieren. Nach 5 Tagen wollen wir gegen 2 ihrer besten Schüler im Sanda antreten. Eine Mischung aus Kung-Fu und Kickboxen. Let's go check it out. Oh my God, I don't believe this. Wir sind in einem Kung-Fu-Film. Fast mein ganzes Wissen über Kung-Fu stammt aus Filmen. Was ich aber hier zu sehen kriege, ist die Wirklichkeit. Schon die körperliche Verfassung dieser Jungs ist beeindruckend. Damit will ich keins verpasst kriegen. Was mich aber umhaut, ist ihre mentale Stärke. Durch Konzentration und Willenskraft gelingt ihnen beinahe alles. Hier spießen sie dich auf. No way, dude. Meine Herren, die Meister begrüßen Sie in China. Willkommen in der Welt des Shaolin Kung Fu. Doug bleibt bei Meister Shi De Chang und um Jimmy wird sich Meister Shi De Yang kümmern. Kung Fu ist wie das Erklimmen eines Berges. Es geht nur Schritt für Schritt. In den nächsten 5 Tagen werden Sie hart trainieren. Wenn Sie sich sehr gesprächig. Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht oder was mir bevorsteht. Das ist alles völlig neu für mich. China, Shaolin, Kung Fu, einfach alles. Durch die Sprachprobleme kriege ich nichts aus ihm heraus. Sicher ist nur, dass es in Richtung Berge geht. Meister Di Yang bringt mich zum Training in den Fawang-Tempel, den zweitältesten Buddhistentempel in ganz China. Dieser Ort wurde zwar seit Jahrhunderten nicht mehr angegriffen, doch genau solche Tempel brachten die Legende der kämpfenden Mönche hervor. Wie die wohl auf mich reagieren? Vielleicht halten sie mich für einen Schauspieler bei den Dreharbeiten. Vor dem Beginn meines Trainings muss ich wie alle Schüler hier das Aufnahmeritual des Tempels durchlaufen. Ich verstand zwar kein Wort, aber die feierliche Zeremonie sprach für sich selbst. Ein leeres Buch. Während der nächsten Tage wirst du hier deine Gedanken niederschreiben. Es sieht fast so aus, als würde ich diese Woche nicht nur ein Kampftraining absolvieren, sondern auch eine spirituelle Reise unternehmen. Mönche leben ebenso. Dieser Raum dient zum Meditieren und Ausruhen. Das werde ich sicher nötig haben. Fayu, der Air Jordan beim Kung Fu. Die tragen hier alle, aber meine sind nagelneu. So sieht jeder gleich, dass er mich vermöbeln kann. Ich konnte noch nicht mal auspacken, weil Meister De Chang mich sofort mit den anderen Kämpfern bekannt machen will.
Und der hier. Der hier auf den Sandsack einprügelt, ist Wee Tao, mein neuer Thunder-Trainer. Klassisches Kung-Fu ist mehr Show als Kampf. Unser Kampf am Freitag wird deshalb ein Thunder-Kampf sein. Chinesisches Kickboxen statt Kung-Fu. Die Handschuhe sind viel leichter als normale Boxhandschuhe. Tritte erfolgen seitlich, das heißt, die Kraft kommt aus der Hüfte. Die Fäuste setzt man wie beim Boxen ein. Ich habe zwar Erfahrung im Kickboxen, aber so zutreten wie Wee Tao kann ich nicht mal im Traum. Holt man mit gestrecktem Bein aus und dreht sich dabei. Ich stelle mich sehr dumm an. Ich habe ihn zwar ein paar Mal aufs Kreuz gelegt, aber ohne jeden Mumm. Greift man die Beininnenseite, geben seine Knie leichter nach. Laut Regel darf man nie drei Kontakte zum Boden haben. Stehen nur beide Füße auf der Matte, ist alles okay. Jeder weitere Bodenkontakt aber zählt als geglückter Wurf. Wenn ich mich beim Wurf abstützen muss, gelten beide als geworfen. Und damit scheiden fast alle mir bekannten Wurftechniken aus. Das mit den Würfen ist nichts für mich. Ich werde eher hinter seine Deckung tauchen und die Fäuste benutzen. Heute Morgen besuche ich den ursprünglichen Shaolin-Tempel aus dem 5. Jahrhundert nach Christus. Ich habe nie etwas so Friedliches gesehen. Viele Bäume hier am Eingang haben Löcher in der Rinde. Sie stammen von Mönchen, die ihre Finger ins Holz gedrückt haben, um sie zu stärken. Im Kung-Fu konzentriert man seine spirituelle Energie zur Unterdrückung von Schmerz, was einem unglaubliche Fähigkeiten verleiht. Die Mönche nennen dies Archi Gong. Auch unser Abschlusskampf enthält so eine Prüfung. Also darf ich keine Schwäche zeigen. Das regt die Durchblutung an und härtet ab. Und was sie hier Qi-Konzentration nennen, ist auch nichts anderes, als sich mental auf einen Kampf vorzubereiten. Jeder versucht, sich den Dingen zu stellen, die einem bevorstehen. Nach zwei Trainingstagen ist mein Thunder-Lehrer Wee Tao der Meinung, dass ich meine ersten Sparring-Versuche wagen kann. Seine Waden sind so dick wie meine Oberschenkel. Mit etwas Glück kann ich von ihm lernen, ohne dauernd bewusstlos dazuliegen. Das Training gestern war ein Aha-Erlebnis. Ich weiß jetzt, was ich im Kampf erreichen kann. Okay. Wenn ich auf Würfe verzichten will, muss ich wenigstens die Fuß- und Fausttechniken aus dem FF beherrschen. No touch, no touch. Yeah, no touch. No touch. Okay. Begin. That was a lot of fun. That was great. Das hat Spaß gemacht. Jetzt habe ich ein Gefühl für Distanz und Timing, was das Wichtigste überhaupt ist. Kicks haben eine viel längere Reichweite. Die meisten stehen eher auf den Nahkampf, aber er bleibt immer zurück. Durch einfache Kombis kommt man nicht an ihn ran. Dafür ist er zu schnell und zu wendig. Ziegelsteine für mein Archi-Gong-Training gibt es hier massenhaft. Zum Glück. Meine Hand pocht zwar immer noch, aber wer Steine zertrümmern will, braucht Übung. Ah!
Übermorgen soll ich meinen Ski unter Beweis stellen. Aber langsam verliere ich den Mut. Das ist mein letzter Morgen bei den Mönchen. Also packe ich meine Sachen. Als Mönch zu leben war nicht leicht, aber ich wurde von einem großartigen Lehrer unterwiesen. Jimmy, deine Ausbildung ist zu Ende. Für morgen brauchst du all deine Kräfte. Doch nicht nur im Kampf, sondern vor allem, um Geist und Willen zu stärken. Warm up. Yoder. Dies ist meine letzte Trainingseinheit. Ich will vor allem Gegenkicks üben und wie man an den Gegner rankommt, um die Fäuste einzusetzen. Jeden Trick kann ich im Kampf gebrauchen. This no good. Okay, I think I get it. Yeah, the knee. This. Doug has a weak foot. Doug's Füße sind zu schwach. Er muss lernen, härter zuzutreten. Overcome that. Quickly. Film. Fast mein ganzes Wissen über Kung Fu stammt aus Filmen. Was ich aber hier zu sehen kriege, ist die Wirklichkeit. Schon die körperliche Verfassung dieser Jungs ist beeindruckend. Damit will ich keins verpasst kriegen. Was mich aber umhaut, ist ihre mentale Stärke. Durch Konzentration und Willenskraft gelingt ihnen beinahe alles. Hier spießen sie dich auf. No way, dude. Meine Herren, die Meister begrüßen Sie in China. Willkommen in der Welt des Shaolin Kung Fu. Doug bleibt bei Meister Shi De Chang und um Jimmy wird sich Meister Shi De Yang kümmern. Kung Fu ist wie das Erklimmen eines Berges. Es geht nur Schritt für Schritt. In den nächsten 5 Tagen werden Sie hart trainieren. Wenn Sie sich gut konzentrieren, werden Sie auch Erfolg haben. Ich werde Sie an der Seite Ihrer Wushu-Brüder unterweisen. Nach 5 Tagen Training werden Sie sich hier gegen unsere besten Sanda-Kämpfer behaupten müssen. Mein Englisch ist leider sehr schlecht. Aber nein, Sie sprechen gut. Mamalai. Das heißt allmählich. Allmählich, Kung Fu, Mamalai. Ja, genau. Meister Chang ist mir auf Anhieb sympathisch. Kaum zu glauben, dass jemand, der so lächelt, einer der besten Kung Fu-Kämpfer ist. Willkommen in meiner Schule. Die Schüler sind hier alle sehr jung, aber der größte Amateur bin ganz sicher ich. Hier oben wohnen die Schüler? Ja, alle. Auch du. Die Schule ist ein altes Mietshaus. Im 2. Stock ist ein behelfsmäßiger Trainingsraum. This is your home. This room? Yeah. This home. Dein Zimmer. Kein Telefon, kein Computer. Nur Kung-Fu-Training. Training Kung-Fu. Bloß keine Ablenkung. Yeah. Tranquila. Very good. Yeah. Amitofu. This is cool, man. These guys just have... Die Jungs hier leben. Nach den morgendlichen Stockübungen bringt mich Meister De Chang für Sanda-Training zu Wei Tao. Er sagt, wenn ich den Kick auf- und zuschnappen lasse, stehe ich am Ende wieder kampfbereit da.
Es reduziert die Wucht, ist aber viel sicherer. Kicks und Faustschläge sind lebenswichtig beim Sander. Aber Meister De Chang will mir eine weitere Angriffstechnik zeigen. Den Wurf. Yes. Here I come. Again. Wurftechniken sind eine Frage des Gleichgewichts. Beim Werfen holt man mit gestrecktem Bein aus und dreht sich dabei. Ich stelle mich sehr dumm an. Ich habe ihn zwar ein paar Mal aufs Kreuz gelegt, aber ohne jeden Mumm. Greift man die Beininnenseite, geben seine Knie leichter nach. Laut Regel darf man nie drei Kontakte zum Boden haben. Stehen nur beide Füße auf der Matte, ist alles okay. Jeder weitere Bodenkontakt aber zählt als geglückter Wurf. Wenn ich mich beim Wurf abstützen muss, gelten beide als geworfen. Und damit scheiden fast alle mir bekannten Wurftechniken aus. Das mit den Würfen ist nichts für mich. Ich werde eher hinter seine Deckung tauchen und die Fäuste benutzen. Heute Morgen besuche ich den ursprünglichen Shaolin-Tempel aus dem 5. Jahrhundert nach Christus. Ich habe nie etwas so Friedliches gesehen. Viele Bäume hier am Eingang haben Löcher in der Rinde. Sie stammen von Mönchen, die ihre Finger ins Holz gedrückt haben, um sie zu stärken. Im Kung-Fu konzentriert man seine spirituelle Energie zur Unterdrückung von Schmerz, was einem unglaubliche Fähigkeiten verleiht. Die Mönche nennen dies Archi Gong. Auch unser Abschlusskampf enthält so eine Prüfung. Also darf ich keine Schwäche zeigen. Das regt die Durchblutung an und härt. Doug hat die richtige Gesinnung, aber zu wenig Kraft in den Beinen. Ich muss seine Muskeln stärken. Diese Haltung ist eine Grundstellung beim Kung-Fu. Sie heißt Pferd und verlangt Oberschenkel wie aus Stahl. Noch eine Minute. Kung-Fu heißt hart trainieren und stark werden. Wie ein großer Baum. Okay, ausruhen. Morgen brauche ich eine Sänfte. Ich fühle mich wie ein Idiot. Ich hatte sowas noch nie in der Hand, also tue ich einfach, was die anderen tun. Darauf war ich gar nicht scharf. In alten Zeiten wurden Stöcke sehr effektiv zur Verteidigung eingesetzt. Aber mir kommen die Dinger nicht wie Waffen vor. Ich würde viel lieber Schlagtechniken trainieren als das hier. Es ist schwer, wenn man als Kämpfer nicht kämpfen darf. Man ist es gewohnt, dass Knochen knacken. Und jetzt soll man mit einem Stock rumfuchteln. Nach den morgendlichen Stockübungen bringt mich Meister De Chang für Sander-Training zu Wei Tao. Er sagt, wenn ich den Kick auf- und zuschnappen lasse, stehe ich am Ende wieder kampfbereit da. Es reduziert die Wucht, ist aber viel sicherer. Kicks und Faustschläge sind lebenswichtig beim Sander. Aber Meister De Chang will mir eine weitere Angriffstechnik zeigen: den Wurf.
Huh? Yes. Sí. You're welcome. Okay. Wurftechniken sind eine Frage des Gleichgewichts. Beim Werfen holt man mit gestrecktem Bein aus und dreht sich dabei. Ich stelle mich sehr dumm an. Ich habe ihn zwar ein paar Mal aufs Kreuz gelegt, aber ohne jeden Mumm. Greift man die Beine, bleibt mir dafür nicht, denn in 5 Tagen soll ich gegen einen Thunder-Champion antreten. Und ich will ihn besiegen. Heute geht also mein Training los. Die Mönche stehen hier um 4:15 auf. Meister Diang kommt anscheinend sofort zur Sache. Ich habe Angst, dass ich auf der Strecke bleibe, weil ich seine Sprache nicht kann. Jimmy! Ah, Omidovo. Und selbst ohne diese Hürde wäre es hart, denn er sieht nicht aus, als würde er sich gern wiederholen. Zu Hause gehe ich zum Trainieren ins Studio und nicht in die Kirche. Doch hier ist Kampfkunst eine Sache des Glaubens. Schon nach 10 Sekunden hat Diang meinen größten Schwachpunkt entdeckt. Meine Muskeln sind nicht biegsam genug. Das war schon immer so. Ich habe Kraft und Ausdauer, aber ich kann mich nicht verbiegen. Meine Gelenke brennen wie Feuer. Dabei beginnt das Training gerade erst. Ich habe schnell erkannt, dass die Mönche von den Lehrmeistern hier in Hochform gehalten werden. Das heißt Bärengang und ist echt übel, vor allem abwärts. Es ist wie beim Militär. Er sagt springt und sie springen. Wie hoch muss er nicht sagen, das wissen sie. Meister Diang will offenbar meine Ausdauer prüfen. Und schon jetzt muss ich ihn enttäuschen. Meine Sehnen bringen mich um. Von der Hüfte abwärts ist alles überdehnt. Bergauf laufen kann ich damit vergessen. Verdammter Mist. Die traditionelle Waffe der Mönche ist der Speer bzw. der Stock. Eine tolle antike Waffe, denn er ist leicht, kräftig und war einfach herzustellen. Jeder besaß ihn. Yeah, just like that, Doug. There you go. Good. Der Schlag zur Mitte war super und gegen Ende gelang mir sogar ein Wurf, der mir den Rundensieg einbrachte. Jetzt steht's 1:1 und wer die nächste Runde gewinnt, ist der Sieger des Kampfs. Okay, ja. Ja, Chen Duo Leng Jing, ha? Okay, slowly. Auf zur letzten Runde. Good! Now get him, Doug, turn! Lass dich nicht abdrängen, Doug. Turn, come on. Good job. Ich habe die 3. Runde total versiebt. Als ich aus dem Ring gestoßen wurde, verlor ich mein Vertrauen. Er hat mich mit Pauken und Trompeten besiegt. Das Ergebnis.
Eine nette Geste des Kampfrichters, aber Almosen will keiner von uns. Jetzt habe ich 3 Runden vor mir und ich kämpfe, um zu gewinnen. Watch it. Hands up, Jim. Keep your hands up. Nice, Jim. Good comeback. Watch that kick. Give him a shot, Jim. Let him know what's going on. There it is. Nice, Jimmy. Clean punches. There it is. There it is, baby. Yeah. Yeah. That'll take his heart, Jimmy. Take his heart. Jim, you gotta land a clean right, baby. There it is. I saw you wanted to throw it in there. Gleich zu Beginn hat er mich ein paar Mal hart erwischt. Da habe ich die Beherrschung verloren. Und das sogar 2 Mal. Die Runde ging unentschieden aus. Aber meine innere Ruhe ist verflogen. Ich will den Kerl von der Matte fegen. Let's go, Jim.